Berlin in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Der Konsum lockt wie immer. Es geht aufwärts, hieß es bis vor kurzem. Doch schon lange ist in Berlin Armut wie in keiner anderen Stadt präsent. Die sozial Schwächsten der Gesellschaft brauchen Hilfe. Und es fällt schwer, sie anzunehmen. Die Sorgen, die mir durch den Kopf schweben. Wie finanziere ich den nächsten Monat? Wie bezahle ich meine Miete? Wie bezahle ich BAföG? Wie kriege ich die Lebensmittel ran? Jeden Abend habe ich Magenschmerzen, weil ich weiß, irgendwo muss eine Rechnung immer offen bleiben. Ich schäme mich nicht mehr, aber ich weiß, es ist besser, still zu sein. Es auch Bekannten oder sagen wir Freunden nicht so laut zu sagen. Man fühlt sich halt irgendwo ausgegrenzt und muss damit halt irgendwie sehen, klarzukommen. Und eben auch sehen, dass man das eben an die Kinder vorbeiträgt. Mich berührt es schon, dass wir so weit sind. Das hätte ich vor 10 Jahren nie gedacht, dass wir in so hohem Maß Menschen haben, die sich nicht über Sozialleistungen mit Lebensmitteln versorgen können. Meine Tochter hat sich geschämt, dass wir Lebensmittel von den Tafeln oder von der Kirche nehmen müssen. Aber die Scham vergeht, wenn man Hunger hat. Die Scham ist weg. Es ist egal, woher das Essen kommt. Man hat was im Kühlschrank, man kann essen. Immer mehr arme und von Armut bedrohte Menschen gehen in die Kirchen. Nicht zum Beten, sondern um einzukaufen. Die noch brauchbaren Reste einer Überflussgesellschaft. Warten wir mal, ich kann Ihnen die alle geben. So, ein paar Zwiebeln noch, ein Salat. Was denn das? Rote Zwiebeln. Ja. Die Marienkirche am Alexanderplatz. Hier begann die Aktion Leib und Seele vor 4 Jahren. Bevor wir mit Leib und Seele angefangen haben, war uns klar, dass die Not besteht. Dass es so ausgeprägt ist, dass die Menschen auch ihre Scheu überwinden und tatsächlich zu unseren Ausgabestellen kommen, das war zum Teil durchaus ein wenig überraschend, aber auch beängstigend. Also ich finde schon, dass die Entwicklung, die Leib und Seele genommen hat, eine ziemlich erschreckende Situation in unserer Stadt darstellt. Dezember 2004. Ein Beutel gefüllt mit Lebensmitteln wurde einmalig an notleidende Menschen verteilt. Das war der Auftakt von Leib und Seele, dem Gemeinschaftsprojekt der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. Auch im letzten Advent hatte der Sender das Haus des Rundfunks in der Masurenallee wieder für eine vorweihnachtliche Sammelaktion geöffnet und die Berliner Bevölkerung um Spenden gebeten. Sie bringen nicht nur Lebensmittel, sie bringen auch Spielsachen für die Kinder. Die haben da Bücher gebracht, sie haben Puzzlespiele gebracht, sie haben Plüschtiere, Püppchen und auch Konserven, nicht nur Süßigkeiten. Also es ist so gemischt und für jeden ist was dabei. Das hoffen auch 2 von den 5 Kindern der Familie Hadrich aus Wilhelmsruh. Die Eltern, früher selbstständig, mussten Insolvenz anmelden. Der Vater kann vom jetzigen Lohn als Zeitarbeiter seine Kinder nicht mehr ernähren. Seit 1 Jahr kommt die Familie in die Ausgabestelle. Wie lange sie später warten werden, das hängt ab vom gezogenen Los. Hi Matti, komm hier, mein Dicker. Na komm! Komm hier, mein Freund. Christ, der hat schon von dir. Mein Dicker, und die Mädchen von 2 Euro. Am Anfang waren ganz viele Bedürftige auf einmal da und es war dann schwierig, eine gute Reihenfolge da reinzubringen. Es gab immer welche, die zu Hause durch nichts gehalten wurden, die dann um 5:30 schon hier sein konnten. Und die waren dann immer die Ersten und es gab halt böses Blut. Wir haben dann gesagt, wir werden einfach ein Lossystem einführen, um da mehr Gerechtigkeit reinzubringen. Und jetzt hat sich das Lossystem etabliert und bewährt. Mein kleiner Helfer. Der hilft ihm wohl immer? Ja. Ich bin nur stolz auf den Kind. Mit mir ist er ja nie bockig. Bei mir kommt er immer mit an. Genauso wie die Großen wollen auch Mark und John hier mit anpacken. Die gespendeten Waren werden von der Berliner Tafel, von den Kaufhallen und Supermärkten abgeholt.
Dafür stellen die ehrenamtlichen Fahrer ihre eigenen Autos zur Verfügung oder mieten welche an. Jetzt werden die Lebensmittel nach der Qualität sortiert. Mindestens jedes vierte Kind in Berlin lebt in einem sogenannten Hartz-IV-Haushalt. Erschreckend die Bilanz von Leib und Seele. Hier sind sogar ein Drittel der bedürftigen Kinder. Armut scheint wie ein Stigma, das auch bei den Jüngsten schon Spuren hinterlässt. Ja, also mich spricht das auch so ein bisschen an, aber ich kenn's ja aus meiner Klasse, da werde ich ja auch immer gemobbt und so. Aber naja, man kann nie gleich reich sein. Die nehmen mir dann in der Schule zum Beispiel den Ball weg, dann treten die mich, sagen zu mir Schimpfwörter und ich sage immer schon zu mir, hör da einfach nicht hin und mach einfach nichts. Dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, bedrückt John. Aber am schlimmsten ist es, verhöhnt zu werden. Die Ausdrücke, weil die so persönlich sind. Idiot, du wäschst dich nie. Und dann noch viele andere. Man hat sich das ein bisschen anders vorgestellt, weil ich mir eigentlich mal gedacht habe, wenn ich was zu tun habe, ist das Geld, was ich eigentlich habe, sollte das reichen für die Familie und nicht, dass man das so hat, eigentlich im Endeffekt noch mit angewiesen ist. Das ist traurig genug eigentlich, aber ist nun halt mal die Realität bei uns. Wie bei anderen Familien auch. Und man dann immer wieder mitkriegt, dass manche, die reichliche Monat verdienen, die haben halt ihr Kindergeld und alle so, was eben noch den Sinn hat für die Kinder. Und bei uns ist nun halt mal so, der geht für den Lebensunterhalt mit drauf. Ich finde es ehrlich gesagt zum Kotzen und auch traurig, dass man in Deutschland auf Kosten der Kinder leben muss. Damit sie sich nicht als Bettler fühlen, bezahlen sie 1 Euro für eine Tüte. Oft bekommen sie auch mehr. 1 Euro, bitte. Danke sehr. Menschen aus allen sozialen Schichten, deren Einkommen 900 Euro nicht übersteigt. Von Leib und Seele profitieren auch die freiwilligen Helfer der evangelischen Gemeinde. Es sind auch Menschen jetzt zu uns in die Kirche gekommen und machen mit, die sonst gar nicht so dabei gewesen sind, die auch den regelmäßigen Gottesdienstbesuch nicht so machen, aber die helfen bei Leib und Seele mit. Es ist eine neue Initiative in der Gemeinde entstanden, ein Wir-Gefühl und es hat ein bisschen was Identitätsstiftendes, würde ich fast sagen. Es ist also, ich empfinde es als eine große Bereicherung. Was Familie Hadrich durch diese Zusatzversorgung einspart, kommt ihren Kindern zugute. Die Kirchengemeinde Wilhelmsruh gehört zu den 45 Ausgabestellen, die sich nahezu flächendeckend über ganz Berlin verteilt haben. Was vor 4 Jahren klein begann, wurde eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte. Im Osten wie im Westen. Immer auf Achse die Berliner Tafel. Unverdorbene Lebensmittel, die den EU-Normen oder der Konsumentennachfrage nicht mehr entsprechen, werden hier eingesammelt, sortiert und an soziale Einrichtungen verteilt. Und auch an Leib und Seele. Macht mir echt Spaß, da man andere Leute auch Freude tun kann. Heutzutage den Leuten nicht zum Essen, die Bedürftigen. Es ist auch ein seelischer Frieden, wenn man den Leuten sieht, die haben was zum Essen, dann ist man auch zufrieden mit sich selber. Was berührt mich denn überhaupt? Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich nicht aufpasse, könnte ich da in diese Situation auch mal kommen. Noch nicht die nächsten 2-3 Jahre, aber irgendwann könnte es mir ja auch mal so gehen und darum mache ich das einfach. Mein Wunsch für Leib und Seele ist, dass wir immer besser werden in unserer Logistik, dass wir aber auch mehr Lebensmittelhändlerinnen und Händler dazu gewinnen können, sodass wir endlich so viele Lebensmittel haben, dass wir nicht mehr an manchen Tagen streng kalkulieren müssen, wem geben wir jetzt was. Dadurch wäre auch die Versorgung innerhalb der Ausgabestellen besser, denn die müssen zum Teil schon immer weniger an die Bedürftigen ausgeben, weil sie nicht mehr genug Ware haben. Denn die großen Lebensmittelketten kalkulieren enger.
Zugleich bleiben sie die Hauptspender für die bedürftigen Menschen. Über 45.000 einkommensschwache Berliner sind auf ihre Hilfe angewiesen. Die Advents-Zachäus-Kirche im Prenzlauer Berg. Hier stehen die Bedürftigen schon Stunden vor Öffnung der Kirche. Seit 5 Uhr morgens stehen wir schon wieder hier, die Ersten. 5 Uhr früh? Ja, ja, und da ich nicht so lange stehen kann, habe ich immer einen Hocker mit. Jeden Mittwoch nehme ich einen Hocker mit und dann zwischendurch hinsetzen, zwischendurch mal wieder stehen, durch die Kälte eben. Traurig in der Welt. Traurig, dass es so weit kommen musste mit uns. Ja, und Lebensmittel gibt es ja nicht momentan. Pfarrer Michael Pflug hört von abgebrochenen Berufskarrieren, von Menschen, die einen ganz anderen Lebensplan hatten. Was wir hier machen mit Leib und Seele oder dieser offenen Tür, das ist eine Krücke. Ich meine nicht eine Krücke für die Hartz IV oder Empfänger oder Arbeitslosen oder auch Obdachlosen oder was es an Armut gibt. Das ist im Grunde eine Krücke für die Gesellschaft. Die Politiker haben, um für eins zu sorgen, das ist eben auch meine persönliche Meinung, dass dieser Prozess einer selbstständig, wie auch immer, sich entwickelnden, weiterentwickelnden oder boomenden Wirtschaft, dass dieser Prozess dem Menschen dient und nicht ihrer selbst oder ganz wenigen. Guten Tag. Hallo. Grüße Sie. Hallo. Deshalb bedarf es einer Öffentlichkeit. Friederike Sittler, hier bei der Sammlung im letzten Advent, ist Redakteurin im RBB und Mitbegründerin von Leib und Seele. Mir war wichtig, dass wir nicht nur zu einer Weihnachtssammelaktion aufrufen und uns kurz vor Weihnachten das gute Gefühl geben, zu helfen. Das machen wir auch. Aber was wir tun, ist seit 3 Jahren uns kontinuierlich um diese Aktion zu kümmern. Und es passiert ja nicht viel Neues. Wir haben mal eine andere Zahl, die wir veröffentlichen, weil wir noch mehr Bedürftige erreichen. Wir eröffnen eine neue Ausgabestelle. Aber im Grunde ist es immer das Gleiche, das da passiert. Aber mir ist die Kontinuität so wichtig. Und deswegen versuchen wir, Leib und Seele auch im Bewusstsein zu halten und zu sagen, die Menschen sind nicht nur vor Weihnachten arm. Und sie sind längst keine Randgruppe mehr, sondern mitten unter uns. Sabine Ulrich, Fachverkäuferin, arbeitslos, alleinerziehend. Man kommt sich vor wie ein Bettler. Und man muss einen Stolz runterschlucken, um herzukommen. Und alleine dieser Schritt ist grausam. Aber wenn man die Menschen dann nie kennenlernt, man wird herzlich aufgenommen. Ich merke durch die Mitarbeiter hier, dass ich nicht bettle, dass ich hier willkommen bin und dass ich hier gerne kommen kann und dass man hier keine Angst haben muss. Wenn die das erste Mal kommen, die Menschen, sind sie meistens sehr befangen. Was einem verständlich ist und man kennt alle Gesichter und eigentlich sehe ich auch sofort, ob ein neues Gesicht kommt. Das wird angesprochen, dass es also ganz normal ist, hier zu sein und alle freundliche Menschen um uns herum und dass es keine Bittstelle ist. Es sind einfach Lebensmittel, die zu viel sind, die anderen haben zu viel, die haben zu wenig und wir geben das, was die anderen zu viel haben, geben wir ihnen aus. Überdurchschnittlich von Armut betroffen sind Alleinerziehende. Man merkt, dass die Menschen in meiner Gegend, die arbeitslos sind, genauso wie ich, dass sie frustriert sind. Dass sie sagen, es muss doch Arbeit geben. Es gab immer Arbeit, auch früher gab es Arbeit. Aber irgendwie wird man nicht mehr genommen. Wenn ich zum Beispiel als Mutter von 3 Kindern mich irgendwo vorstelle und man hört, ich habe 3 Kinder, dann ist die Tür zu. Ich merke, dass hier bei uns im Bezirk die Kinder immer mehr unter Armut leiden. Wenn mein Sohn mit mir in den Bäcker geht und ich will nur ein kleines Brot kaufen, weil wir kein Brot mehr zu Hause haben und mein Sohn steht am Kuchen und sagt, Mama, ich möchte gerne einen Kuchen, dann muss ich ihm sagen, nein, tut mir leid, wir müssen ihn backen, weil ich kann keinen Kuchen kaufen, er ist zu teuer. Und wenn man 3 Kinder pro Kind ein Stück Kuchen kaufen möchte und es kostet 1 Euro, kann ich nicht. Ich kenne die Kirche schon sehr lange und ich bin hier schon als Kind reingegangen in eine Christenlehre. Und es ist gut, dass es sowas gibt, weil es hilft mir zu sagen, es geht voran. Ich kann nicht einfach sagen, es geht nicht voran. Ich kann nicht meinen Kopf in den Sand stecken und sagen, egal was kommt, ich muss weiterkämpfen. Und da hilft mir die Kirche. Die gibt mir Rückendeckung und Schutz.
Neben Leib und Seele bietet die Kirche ein Frühstück an. Das gibt es schon länger hier. Eine Möglichkeit auch, um miteinander in Kontakt zu kommen. Ich habe ganz wenig Rente, sonst würde ich ja nicht hier gehen. Ne? Und also ich muss schon ganz schön knabbern, um über die Runden zu kommen. Aber naja, wir ältere Generation, wir sind ja sparen gewöhnt. Ich habe schließlich 42 Jahre gearbeitet, davon alleine 20 Jahre im Hotel. Na und jetzt? Jetzt stehe ich hier. Das ist hier unsere Strick-Omi, können wir sagen. Ich hatte sie gebeten, weil die Tochter meiner Freundin ein Baby bekommen hat, ob sie so lieb ist und mir ein paar Söckchen strickt. Und da habe ich mich ganz doll gefreut. Handarbeiten ist immer mein Hobby. Und ich versuche auf meine Art mal ein bisschen gut zu machen. Die sind ja richtig süß hier, ne? Danke schön. Ja, danke. Die wissen das alle, auch die hier sitzen, dass ich eben viel stricke und Wolle kostet ja auch Geld. Die bringen mir dann immer Wolle an, sodass die Wolle nie alle wird bei mir. Leib und Seele ist ein Nehmen und Geben. Ein Suchen auch nach ständig neuen Ideen. Und wenn sich Arbeitslose und Friseur-Azubis finden, haben gleich beide was davon. Macht Spaß auch, dass sie als Modelle für uns da sind, auch sehr nett, freundlich, da trauen wir uns auch mehr. Eigentlich voll okay. Ich habe schon alleine rumgefummelt an meinen Haaren jetzt, weil ich auch einmal das Geld nicht habe im Friseur. Ich finde, wir helfen uns einfach gegenseitig. Das finde ich so richtig schön. Und wenn man die Mädchen so sieht, die machen das mit ganz großer Liebe. So von der Sache her ist das ein schönes, ein angenehmes Gefühl auch. Und vor allem, wenn ich dann wieder bewerben gehst, weil das machst du ja trotzdem weiter, dann weißt du, aha, kannst du Klamotten aus der Kleiderkammer und dann frische Haare, ist doch ideal. Armut bedeutet auch ungleiche Verteilung von Chancen. Betroffen sind die anderen, die Gescheiterten. Die neue Armut ist verdeckt. Die Sichtweise, was es heißt, arm zu sein, verändert sich in der Begegnung. Ich freue mich, dass ich ganz anderen Menschen begegnet bin. Normalerweise als studierte Frau, Journalistin, begegne ich einer bestimmten Schicht und habe einen bestimmten Freundeskreis. Und durch die Zusammenarbeit mit der Berliner Tafel bin ich ganz anderen Menschen begegnet. Ich habe auch kennengelernt, dass da manchmal ganz schön rauer Ton herrscht. Und ich bin, glaube ich, etwas mehr noch im Leben verankert als früher. Ich weiß, was so eine Kiste wiegt, ne? Und wie viel man damit anstellen kann, wen man damit versorgen kann, was ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist, wie die Hygienevorschriften in Deutschland sind. Also es ist eine sehr, sehr praktische Arbeit. Und insofern hat sich mein Leben schon mal komplett verändert. Ulrike Bachmann ist Theaterwissenschaftlerin. Trotz ständiger Suche fand sie seit der Geburt ihres jetzt vierjährigen Sohnes keine Arbeit mehr. Einmal in der Woche kommt sie zum Mar-Heinecke-Platz in die Heiligkreuz-Passionskirche. Die ersten Male war auch ihr nicht wohl. Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl gehabt, dass ich einen Rucksack auf dem Rücken habe. Ich denke, sehen die das jetzt, dass ich zu Leib und Seele gehe? Und es gibt ja Menschen, die denken, das ist schämenswert. Es ist überhaupt nicht schämenswert, weil wir klauen ja nichts. Also alle, die sich Lebensmittel besorgen, weil sie sonst nicht überleben können, gerade mit Kind zusammen, dann ist das, finde ich, eine Selbstverständlichkeit, dass man das nehmen darf, was andere einem schenken. Jeden Donnerstag verwandelt sich die Kirche in einen Wochenmarkt. Anfangs wusste niemand, wie das wohl gehen soll. Es gab Skepsis, aber auch Enthusiasmus. Am Ort hat sich ganz viel verändert. Wir sind wesentlich mehr Menschen, die mitarbeiten, die selber von Hartz IV betroffen sind. So ist es von einer Aktion, die für andere war, mehr zu einer Aktion geworden, wo man auch ein Stück weit Selbsthilfe macht. Es geht mittlerweile weit über Lebensmittelausgabe hinaus. Hier gibt es die Möglichkeit, ein Buch zu bekommen oder ein zweites für 50 Cent zu kaufen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich Kleider für wenig Geld zu besorgen. Es ist ein Treffpunkt geworden, wo man sich austauschen kann, wo man immer Informationen erhält, wo was möglich ist. Die Atmosphäre hat sich sehr verändert. Es ist ein wirklicher, geschützter, öffentlicher Raum. Insofern, dass hier man arm sein darf und sich nicht verstecken muss. Also ich kann mich sehr gut unterhalten mit den Menschen und es gibt ähnliche Themen, ähnliche Probleme.
Sorgen. Natürlich sind es meistens finanzielle Sorgen. Und man lernt dann auch andere Lebenswelten kennen, was mich sehr fasziniert und interessiert. Hier sitzt man zusammen und man beäugt schon ganz neugierig, was gibt es heute und kommst du das nächste Mal wieder? Es ist schon so eine kleine Gemeinschaft geworden, na klar. Also einsam wird man hier nicht. Also dadurch, dass ich hier zusätzlich noch ein paar Nahrungsmittel mitnehmen kann, kann ich auch eher mal in eine Galerie gehen oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die meine geistigen Werte auch wieder betreffen. Das heißt, ich liebe schöne Farben, schöne Formen und es bereichert mich sehr. Ich bin dadurch viel glücklicher. Neben den Lebensmitteln gibt es hier auch Tipps für ihre Zubereitung. Ich habe einige Male schon gehört, seitdem es Leib und Seele gibt, kann ich mich besser ernähren. Ja, wenn wir so bestimmte Angebote haben, jetzt Spenden haben, dann sagen wir nicht nur im Gespräch Kochrezepte, manchmal sage ich es auch hier vorne an, heute haben wir Avocado. Avocado kann man einfach aufs Brot legen, Avocado kann man eine Suppe machen, Avocado kann man sich eine Creme machen, die kann man sogar einfrieren. Und das bekommen die Menschen erzählt, sodass sie als Dinge, die sie nicht so oft kaufen, mitnehmen und dann zu Hause verarbeiten. Wir sind am Anfang auch nicht so friedlich gewesen, weder das Team noch die Menschen hier, weil jeder glaubte, zu kurz zu kommen oder es reicht nicht. Aber das Training macht es eben so, dass wir immer gesagt haben, auch der Letzte in der 20. Reihe bekommt etwas Besonderes. Und das glauben sie einfach. Es ist ein Stückchen Vertrauen gewachsen. Das heißt, wir machen immer einen Teil der interessanten Sachen weg und den Tisch. Nicht, dass wir das nehmen, sondern für die Letzten, die dann halt aus wirklichen Gründen aus immer später kommen. Und das entspannt das, dass also jeder relaxed hier sitzen kann und sagen, ich kriege hier auch noch was. Ich kriege vielleicht mal die Erdbeeren, die ersten 20 nicht bekommen, zum Beispiel. Von Kreuzberg nach Wedding. Ein Bezirk mit hohem Ausländeranteil. Die Hälfte der Bedürftigen hier sind Menschen mit Migrationshintergrund. Die Ausgabestelle der St. Paul-Kirchengemeinde in der Badstraße versorgt wöchentlich über 200 Menschen und deren Angehörige. Rentner, Alleinerziehende, Arbeitslose. Doch es kann jeden treffen, jederzeit. Leistung zahlt sich nicht mehr aus. Häufig können Menschen trotz Berufstätigkeit keine selbstständige Existenz mehr führen. Ich arbeite in der Reinigung im Bundestag, also als Fremdfirma. Und habe zwar eine feste Arbeit seit Jahren, aber eben zu wenig Einkommen durch die hohe Miete beglichen und so weiter, muss ich eben trotzdem zusätzlich zum Hartz IV, dadurch, dass ich auch alleinerziehend bin mit zwei Kindern und gehe dann zusätzlich hier meine Lebensmittel kaufen am Wochenende. Auch hier bestimmt der Zufall, in welcher Reihenfolge die Ausgabe erfolgen wird. Immer dort, wo der Kreisel am Ende hinzeigt. Du zeigst dann, in welcher Reihe wir anfangen. Danach geht's an den Einkauf. Wer das erste Mal kam, ging davon aus, dass man eine Tüte Lebensmittel bekommt. Und als ich das erste Mal, oder einen Beutel oder so, und als ich das erste Mal hier saß, hatte ich eben nur ein Beutelchen dabei. Und dann habe ich mich hier umgeschaut und die haben ja alle mit einem Hacken-Porsche oder Rentnerkarre oder wie es auch genannt wird, Einkaufswagen gesessen. Und dann habe ich mir auch meinen bringen lassen von meiner Tochter und dann eben festgestellt, dass man doch reichlich bekommt hier. Ich weiß, dass ich es für meine Kinder tue und dann baut mich das immer wieder auf, wenn ich ein bisschen negativ in die Welt schauen sollte. Solidarität ist das Motiv der über 1200 Ehrenamtlichen bei Leib und Seele. Richtig. Na, andere Menschen zu helfen. Also ich meine, man kann doch nur im Leben irgendwie ein bisschen wenigstens was bewegen. Ich meine, wir sind halt alle nur Einzelpersonen, aber ja, so können wir alle ein bisschen dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird, oder? Ja. Zurück nach Mitte. Etwa 5 Minuten Fußweg von der Marienkirche entfernt. Die Waisenstraße mit dem Gemeindezentrum St. Petri und St. Marien. Hier meiden die Menschen die Kamera, wollen nicht erkannt werden. Sie fürchten den Verlust ihres Ansehens,
Vor Nachbarn, Verwandten, dem Arbeitgeber oder vor dem Wohnungsvermieter. Das ist ja so, als wenn man nie was getan hat, sein Leben lang nicht. Man kommt jetzt vor wie ein Schmarotzer. Ja, ist aber so. Ja. Ja, ja. Da denken Sie, warum die Leute sich alle nicht fotografieren lassen, weil sie Angst haben, dass die anderen darüber reden. Ja. Mir ist es ideal. Ich bin schon 70 jetzt fast. Da ist mir das egal, weil die Leute... Ja, aber jeder weiß ja auch inzwischen, dass das nicht gewollt ist. Ne? Ja. Das ja, hoffentlich. Weiß man das. Ich denke, wir sind uns da alle vier einig, dass das jetzt nicht irgendwelche, ach, was wollen die denn? Wir haben uns ja zur Verfügung gestellt und wir besorgen das und wir bedauern, dass wir ihnen nicht mehr geben können und dass sie in so einer Situation sind. Und dadurch ist auch hier so ein sehr nettes Verhältnis zwischen den Bedürftigen. Die werden bei uns nicht abgefertigt. Und das hat den Vorteil, dass wir eine kleine Ausgabe sind. Da können wir immer drei Reihen holen und dann ist es ein kurzes Gespräch. Das war auch immer mein großes Anliegen. Und das funktioniert ja sehr gut. Wir haben allerdings so zwei, drei, das sind so kleine Stänkerer, die immer irgendwas auszusetzen. Aber die werden von den Mitbetreuten auch sofort kaltgestellt. Und sagen, hör auf, hier rumzustängeln, du hast es gut. Und das ist super, die helfen uns auch. Ne? Wenn ich dann nun jetzt in meinem Ruhestand bin und habe es so gut, weil ich keine Sorgen habe, dann fühle ich mich einfach verpflichtet für die Leute, die jetzt überhaupt nicht mehr solche Lebensphasen erleben können, Einsätze, um ihnen wenigstens damit zu helfen, dass ich Essen für sie besorge. Leib und Seele kann überhaupt kein Ersatz dafür sein, für die Tatsache, dass der Regelsatz zu wenig zum Leben ist, sondern bei Leib und Seele wird deutlich, dass der Regelsatz zu wenig zum Leben ist. Und Leib und Seele versorgt auch nur einen Bruchteil der Menschen, die von Hartz IV oder weniger leben müssen. Von daher wird eigentlich durch diese Aktion eher öffentlich, was der Skandal ist, dass nämlich wir unter Massenarmut leiden und dass viele Menschen einfach unterversorgt sind, besonders die Familien mit Kindern. Dadurch, dass es eine Zusatzversorgung ist, muss der Staat in allen seinen Facetten für die Grundversorgung weiter sorgen und aufkommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und von diesem Pfad dürfen wir auch nie abrücken. Die Kraft alleine geben uns bloß die Kinder. Weil unterm Stress alles nur für die Kinder ist. Bei uns in der Familie ist das Gute eben der Zusammenhalt. Wir muntern uns gegenseitig auf und das ist das, was uns im Moment auch nur weiterbringt. Du wirst zu spät kommen. Mir kommt zugute, dass ich so erzogen bin von meinen Großeltern, dass ich handwerklich begabt bin, dass ich selbst nähen, schneidern und häkeln und stricken kann. Aber ich habe auch von meinem Großvater gelernt, dass man selbst backen kann. Dass man wirklich aus nichts noch was machen kann, um weiterzukommen. Man muss seine Fantasie spielen lassen. Man muss sämtliche Mittel und Wege erfinden, um weiterzukommen. Ich wünsche mir einen Job, wo ich Geld verdienen kann. Dass ich meine Kinder eine bessere Zukunft bieten kann. Manchmal, wenn ich zur U-Bahn gehe, dann komme ich hier vorbei und dann möchte ich das Spielzeug gerne haben. Ich möchte es gerne meinem Kind schenken. Ich wüsste, wie er sich freuen würde und wie es dann in seinen Augen blitzt. Das ist unglaublich, wie das Herz dann lacht. Also das ist schon schade, dass ich mir es nicht leisten kann.